Hilfe, die ankommt. Oberbürgermeister Peter Feldmann hat heute den christlichen AIDS-Hilfedienst in Frankfurt besucht. Zum bald anstehenden Welttag der sexuellen Gesundheit am 4. September stellte der Verein sich und seine Arbeit vor. 1990 gegründet, fungiert der CAH als Beratungs- und Informationsstelle. Neben der ärztlichen und häuslichen Betreuung bietet der Verein auch eine seelsorgerliche Begleitung an. Alle kennen die sogenannte große AIDS-Hilfe, aber es gibt auch viele kleine Organisationen, die sich engagieren, die wirklich wichtige Dinge mit den Betroffenen machen. Und da die Zahlen steigen, ist die Dramatik auch wieder da und wir müssen mehr in diesem Bereich tun. Vor allem werben, dass wirklich dieses alte Motto, gib AIDS keine Chance, wieder populär wird. Vor allem junge Leute nehmen das Thema AIDS wegen guter Medikamentenversorgung nicht mehr so ernst. Daher betont der CAH, wie wichtig geschützter Verkehr ist. Auch im Brennpunkt Bahnhofsviertel leistet der Verein viel Präventionsarbeit. Einmal die Woche bieten die Mitarbeiter dort Beratung an und vermitteln an Therapieeinrichtungen.